Schmeichelt euch ein, wie ihr wollt. Die Exchange übernimmt euer Geschäft. Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert. Glaubt mir, ihr werdet das Süße dem Scharfen vorziehen. Einen Schritt näher und ihr werdet von 2 Dutzend Sith umstellt. 2 Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen. Ihr sind keine Sith. Einer wird ihr schon reichen. Jetzt habt ihr ein Problem, was, Captain? Ihr habt also wirklich einen Sith im Ärmel. Nun, wir wurden ausgebildet, Sith auszuschalten. Lasst die Muskeln spielen, Leute. Hier muss niemand verletzt werden. Das sehe ich anders. Außer ihr sterbt freiwillig. Tötet den Sith. Harte Arbeit. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft, aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing. Ihr seid der Schüler, von dem Darth Baras berichtet hat, oder? Wir haben keine Zeit für Fragen. Tut einfach, was man euch befohlen hat. Ich sehe Baras und ihr erinnert euch sehr. Es geht immer nur ums Geschäft. Hallidral Setsin. Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Das klingt nach einem Plan. Baras vertraut mir nicht grundlos. Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt. Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden. Er und sein Schüler Girik hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, wenn ihr da reinplatzt... Ratari hört sich nicht nach jemandem an, der gerne verhandelt. Da habt ihr recht. Er redet nicht gerne. Aber er weiß auch, wie man politischen Druck ausübt. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Ratari kann sie nicht einfach angreifen. Er muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Ich werde mein Bestes tun, um den Frieden mit unseren Verbündeten zu wahren. Bei der Alternative könnte man zwangloser vorgehen. Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari erledigt ist, können wir uns vielleicht besser kennenlernen. Das könnten wir. Ich freue mich schon darauf. Ich habe das Gefühl, wir beide könnten uns gut verstehen. Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern, aber ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Viel Glück. Verzeihung, ich habe Überwachungsdienst. Nicht zu fassen, was die Hutten alles hinter geschlossenen Türen treiben. Es geht um etwas Wichtiges. Hacker haben Geheimdienstberichte auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ich konnte sie bergen. Aber das sind ja meine Berichte. Vielen Dank, mein Sith Lord. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn das hier in die falschen Hände gerät. Moment mal. In diesen Berichten sehe ich Hacker-Signaturen. Das war keine Bande. Das ist das Zeichen des Strategischen Informationsdienstes der Republik. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Die Republik hat diese Berichte gestohlen und dann der Hackerbande übergeben. Vermutlich, um ihre Operation zu verbergen. Wenn der SED einen Horchposten hat, werden wir womöglich in diesem Augenblick abgehört. Hört ihr mich, ihr Köter vom SED? Die dunkle Seite wird eure lächerliche Operation zerquetschen, nicht wahr, mein Sith Lord? Aber natürlich, nur zu. Die Signaturen des SED enthielten Koordinaten. Begebt euch dorthin. Zerstört den Horchposten, bringt alle um. Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht, uns zu täuschen. Das versuche ich nicht, aber ich möchte euch jemanden vorstellen. Erlaubt mir, euch die Verbündeten des diplomatischen Dienstes auf Nashadar vorzustellen, das Schattensyndikat. Ich will keine Einheimischen treffen. Schafft sie fort. Es dauert nicht lange. Sie müssen erfahren, was ihr getan habt. Godoba der Hutte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von 5 Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Varkutiai, Chumash der Nashadar Arbeitsallianz. Es gibt keine besseren Sklavenhändler in der Galaxis. Es ist mir eine Freude. Und hier noch DXTX, Primärschnittstelle des DX-Vernichternetzwerks. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Verhandlungen zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nashadar.
Ukabi und die Exchange hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die Exchange keine Sorgen mehr machen. Der korallianische Sektor steht in Flammen. Die Exchange wird sich nicht mehr erholen. Bei allem Respekt vor euch und euren Talenten, aber das ist nicht der Fall. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Warum ist Okabi eine so große Bedrohung? Ich bin sicher, sie übertreiben, sie... Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Die Produktion von Detonierungsdroiden wurde erhöht. Ah, gut. Wenn Ukabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Das ist nicht mehr mein Problem. Meine Quellen berichten, dass Todesschwadronen der Exchange auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Die Promenade, Fabriken, Sklavengefängnisse. Ukabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Wir können nicht zulassen, dass die Todesschwadronen der Exchange ungestört herumlaufen. Wie können wir sie abfangen? Die Exchange hat einen eigenen Landeplatz. Wenn ihr die Todesschwadronen abfangt und ihre Schiffe zerstört, dann... Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Ich war erfolgreich. Ich weiß. Ich habe die letzten Übertragungen ihres Horchpostens abgefangen. Jetzt kenne ich ein paar Geheimnisse der Republik und ich habe sogar ihre Todesschreie gehört. Zweimal habt ihr den Geheimdienst jetzt schon gerettet. Das vergesse ich euch nie. Und jetzt entschuldigt mich bitte, die Überwachungspflicht ruft. Ihr habt einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Ihr habt diesen Konflikt gestartet. Alle unsere Geschäfte leiden. Jetzt stirbt ihr alle. Ukabi, ich freue mich schon lange darauf, euch zu treffen. Der Angreifer. Ihr habt meine Todesschwadronen ausgeschaltet, aber minütlich werden neue Elite-Soldaten in meinen Einrichtungen produziert. Ich habe schon Leute wie euch getötet, Sith. Und ich werde es wieder tun. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß, aber ich habe an einer Strategie gearbeitet. Überlass die Strategien Leuten, die sich damit auskennen. Sie soll sprechen. Sie weiß, dass sie bezahlt, falls sie uns wieder enttäuscht. Unsere Wachen haben ein paar der Verbrecher gefangen genommen. Die Basis der Exchange befindet sich in den Tunneln unterhalb dieses Sektors. Vielleicht sollten wir direkt angreifen. Alle vernichten, die Anführer und Ukabi. Das DX-Vernichternetzwerk stimmt dem zu. Vielleicht. Ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Schattensyndikats, wenn ich mir erlaube, die Frage zu stellen, ist das überhaupt möglich? Euer Syndikat besteht aus den mächtigsten Leuten auf Nar Shaddaa. Eure Leben sind sehr viel wert. Ihr müsst Ukabis inneren Kreis ausschalten. Sie wurden alle kybernetisch verbessert. Handgemachte Meisterwerke. So stark wie ein Dutzend mandalorianischer Krieger. Wenn sie tot sind, geht in Ukabis Gemächer. Tut, was ihr tun müsst. Die Sternhunde, eine Gruppe von Kriegsveteranen, die der Republik nahesteht, bereiten einen Anschlag auf euch vor. Ist das auch gewiss? Ich übertreibe nur selten. Ihr Hass auf das Imperium konzentriert sich auf euch wie ein Laser. Als Republikaner haben sie eine gewisse Abneigung gegen direkte Attentate. Doch sie sind alarmiert. Und haben die Exchange of Nar Shaddaa beauftragt, euch umzubringen. Ich werde irgendwann mal meinen Tod vortäuschen, nur um abzukassieren. Vergebt mir, aber darüber kann ich nicht lachen. Die Leute in diesem Gebäude stehen nach euch auf der Liste.
Wenn ihr schon dort seid, könntet ihr dann bitte das Dossier der Exchange über ihre Auftragsmörder mitnehmen? Geht das? Wir müssen jetzt handeln. Stimmt. Hallo, hört ihr mich? Hier ist Maru Wiesen. Ich höre. Was jetzt? Das ist ein Notfall. Die Exchange greift an. Okabi ist hier. Jemand hat uns verraten. Kommt so schnell zurück, wie ihr könnt. Wir können... Ihr kehrt zurück und seid am Leben. Habt ihr es mitbekommen? Die Exchange und die Sternhunde beschuldigen sich gegenseitig für den Tod ihrer Unterhändler. Sie haben einen Kleinkrieg gestartet. Die Wahrheit, so sagen sie, war das erste Opfer. Also, ich gehe davon aus, dass ihr ein Dossier für mich habt. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Loyalität wie die eure führt dazu, dass Allianzen scheitern und Imperien überleben. Dank eures Erfolgs können wir die Vollstrecker der Exchange aufspüren und ausschalten. Jeder hier verdankt euch seine Sicherheit. Was darf sein? Stirbt einer von euch oder beide? Widerlicher Wurm. Ihr seid beide erbärmlich. Und nun zu euch. Ihr seid hier, um die Frau und den Verräter zu retten. Ich bin Okabi. Godoba, wer brachte euch her und hat uns verkauft? Godoba und die anderen fürchten mich. Furcht vernichtet den Verstand. Seht euch meinen Körper an. Kortosis-Transplantate. Ein intravenöses Kolto-Injektionssystem. Ein holographisches Zielsystem. Ihr seid sterblich. Ich werde ewig bestehen. Ich muss erst mal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Kolto-Injektionen können keine Toten wiederbeleben. Wagt euch nicht, etwas zu sagen. Ihr habt ihn hergebracht. Ihr wolltet mich töten lassen. Von einem Hutten konnte man ja nichts anderes erwarten. Mag sein, aber ihr habt Okabi gerufen. Das ist wohl richtig. Wie könnt ihr es wagen? Reichtum und Macht nützen euch nichts mehr. Lasst ihn am Leben, wenn ihr könnt. Er ist eine mächtige Kreatur und kann mir noch nutzen. Außerdem hätte ich ihn gerne als Exempel für das Schattensyndikat. Und euch bin ich auf ewig dankbar für eure Hilfe. Dieser Auftrag hat schon viel zu viel eurer Zeit beansprucht. Okabi wird nicht mein letztes Opfer hier sein. Ja, ich verstehe. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe. Wenn Nar Shaddaa eines Tages an das Imperium fällt, wissen wir, wem wir das zu verdanken haben. Guten Tag. Ich habe von eurem Erfolg mit dem Schattensyndikat gehört. Ich hatte gehofft, eure Talente auch für mich nutzen zu können. Ich bin Mardel Feld vom Imperialen Geheimdienst und ich soll hier einen Aufstand niederschlagen. Ich habe bereits den ein oder anderen Krieg beendet oder auch angezettelt. Wir befinden uns im sogenannten Duros-Sektor, aber es leben nicht nur Duros hier. Fremdartige Flüchtlinge aus der ganzen Galaxis haben sich hierher gerettet. Und zwar vor uns. Jetzt hat sich ein Anführer herauskristallisiert, der die verschiedenen Spezies vereinigt. Sie nennen ihn die Flamme. Und wir haben ihn schon zweimal getötet. Jedes Mal taucht er wieder auf. Die Einwohner behaupten, er sei unsterblich. Aller guten Dinge sind drei, was? Nur der Imperator selbst kann von sich behaupten, wirklich unsterblich zu sein. Aber ihr sollt die Flamme gar nicht töten. Noch nicht. Unser einziger Geheimagent in seiner Bande ist neulich aufgeflogen und wurde ermordet. Die Flamme hat darauf bestanden, die Leiche auf dem Rana-Marsplatz öffentlich auszustellen, um uns zu verhöhnen. Wenn sie versuchen, euch zu ködern, dann wollen sie etwas von euch.
Ja, es ist zweifelsohne eine Falle. Aber sie haben einen Köder, dem wir kaum widerstehen können. Alles, was unser Agent herausfinden konnte, seine gesamten Aufzeichnungen, haben sie gut sichtbar an seine Leiche geheftet. Aber jedes einzelne Team, das ich aussandte, wurde in Stücke gerissen. Vielleicht bringt nur ihr es fertig, in die Falle zu tappen und mit heiler Haut davonzukommen. Sollen Sie mich ruhig angreifen. Die Fremdlinge hatten es noch nie mit einem Sith zu tun. Genau das habe ich mir auch gedacht. Wir brauchen die Aufzeichnungen unbedingt. Admiral Jeffend Orange wird heute eintreffen, um das Problem mit den Hutten zu besprechen. Sobald ihr die Aufzeichnungen habt, benutzt ihr dies hier, um die Leiche zu verbrennen. Wir können nicht zulassen, dass sie einen unserer Leute derart zur Schau stellen. Ihr solltet euch besser dem Willen des großen Lord Ratari beugen. Tretet die Gebiete ab, bevor er seine Geduld verliert. Das sehe ich aber ganz anders. Ich sage euch, wer das ist. Das ist der Schüler eines greisen Sith namens Darth Barras. Richtig. Mein Meister und ich haben euer Kommen erwartet. Wo ist euer Meister, Wurm? Ich bin Lord Rataris Stellvertreter bei den Verhandlungen mit dem Kartell. Und für euch werde ich sein Schwert sein. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass das Kartell nicht zu einer Schachfigur von Ratari wird. Ich möchte das Kartell von dem Ärgernis Ratari erlösen. Es ist nicht so, dass mir Töten schwerfallen würde. Mana, Yueda Iki, Tukuluko Charatrodo. Udagoda Tanguegoda. Panguidagbamba. Dieses Gespräch ist sinnlos. Unagotaka porokupeti opra. Girini pipoka. Den rulen Jihola Gutaslemo. Einverstanden. Ich entledige uns dieses Eindringlings. Dann unterschreibt ihr aber wirklich. Das funktioniert immer. Unglaublich! Lord Ratari wird euch und euren Meister trotzdem vernichten. Ihr habt gut gekämpft. Lasst mich eure Wunden versorgen. Nein! Ich werde eine solche Schande nicht akzeptieren. Ich sterbe. Durch meine eigene Hand. Nicht durch die eure. Yinga yinga kichita. Nini tanu alayu kewekuta. Oh, wala wanga. Tuske yu wala wa. Tablota wija wa. Betet, dass ich nicht zurückkomme und euch töte. Bumicha kulka. Dumaji. Ta usa zalas uval. Yinga yinga kichita, nini tanu alayu kewekuta. Die Falle ist entschärft. Hier habt ihr die Aufzeichnung. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen! Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeffend Orange. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeffend! Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Wir fühlen uns geehrt, dass jemand von eurem Format uns hier auf Nar Shaddaa unterstützt. Seid ihr eher als Agentin Madel bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Gibt es für die Antwort einen Bonus? Mir war nicht klar, dass die Sith pro Wort abrechnen. Aber ihr braucht gar nicht zu antworten. Ich weiß, dass die Flamme meine Kommunikation mit den Hutten überwacht hat. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Nar Shaddaa abziehen wird, wenn Sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Vielleicht könnte ich helfen. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt.
Außerdem wird das eure Handelsposition stärken, wenn sie an die Macht der Sith erinnert werden. Das sehe ich auch so. Wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, findet und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen. So wie ich Admiral Jeffin kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht. Das ist nicht euer Kampf. Ihr wart keiner der Sith, die auf meine Welt kamen, um sie zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Was genau hat der Admiral getan? Wollt ihr etwa dieser Missgeburt Gehör schenken? Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt! Vernichtet ihn! Ihr seid geschlagen. Geht, nehmt eure Leute mit euch und lebt in Frieden auf einer anderen Welt. Also wirklich? Diese Kreatur dürfte gar nicht existieren! Seine Spezies ist ein Zerrbild der Menschheit und der Natur! Er hat einen Aufstand gegen das Imperium geführt. Er hat unsere Fabriken abgefackelt, imperiale Soldaten getötet. Ich muss mich nicht erklären. Ich will nicht, dass diese Kreatur verbreitet. Wir wären uns nicht einig. Euer Angebot steht. Vorerst. Ich kann mich nicht überwinden, jemandem zu danken, der euer Imperium vertritt. Aber eure Barmherzigkeit ist beeindruckend. Wir werden Nar Shaddaa verlassen. Vielleicht gibt es in der Galaxis doch noch einen Ort, wo wir in Frieden leben können. Durchsucht das Gebäude und bringt mir Informationen zum Ausmaß dieser Rebellion. Ich werde eure Entscheidung respektieren. Aber wenn diese Fremdlinge weitere Schläge gegen das Imperium führen, werde ich eingreifen müssen. Ihr wollt mich nicht zum Feind. Glaubt mir. Eine Meinungsverschiedenheit macht uns doch noch nicht zu Feinden. Ich werde mich eurer Entscheidung anschließen. Schickt euren Bericht an Agentin Madel. Ich überlasse es euch, ihr zu erklären, wie es zu diesem Ende kommen konnte. Ich habe gerade eine Nachricht von Admiral Jeffin erhalten. Er sagt, die Flamme habe sich ergeben und sei freiwillig ins Exil gegangen? Admiral Jeffin glaubt, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich war ja nicht dabei. Ich will euch nicht hinterfragen. Es kann durchaus Gründe geben, das Imperium zu hassen. Vielleicht haben wir alle eine zweite Chance verdient. Könntet ihr eine weitere Aufgabe für uns erledigen? General Colvin vom Imperialen Bergungsdienst hat mir eine Nachricht geschickt. Er dankt euch für alles, was ihr getan habt und glaubt, ihr könntet vielleicht ein Geheimnis aufdecken, dem das Imperium schon seit Jahrzehnten auf der Spur ist. Man hört überall, dass Rataris Konferenz mit den Hutten gestört und sein Schüler getötet wurde. Sieht aus, als hättet ihr auch einen guten Diplomaten abgegeben. Die Hutten warten ab, was eure Herausforderung noch bringt. Es ist zu schade, dass Ratari nicht da war, aber ich wette, er raucht vor Wut. Wenn er da gewesen wäre, würde seine Leiche jetzt rauchen. Keine Bange, das passiert schon noch. Den Kampf wird er sich nicht entgehen lassen. Ich hab noch eine Idee. Ratari steht kurz davor, die republikanische Operationsbasis im oberen Industriesektor zu übernehmen. Da sein Geschäft mit dem Kartell geplatzt ist, wird er sich garantiert darauf stürzen, die republikanische Garnison zu vernichten. Ich werde so lange Türen eintreten, bis ich ihn finde. Ich liebe Beharrlichkeit. Auch wenn Ratari nicht dort ist, wird er euch aufsuchen, wenn seine Geschäfte gestört wurden. Ein Kampf wird unausweichlich sein.